Welches Gift darf es sein? Ich bin nicht wählerisch. So mag ich meine Gäste. Hauptsache es knallt. Die erste Runde geht auf mich. Sie sind deutlich anständiger als meine übliche Klientel. Wie war es so, nachdem Sie die Nexus verlassen haben? Oh, es war toll. Eine große, stinkende Meutererparty. Ihr Sarkasmus hat diese Zeit offenbar überlebt. Was soll ich sagen? Es war zum Kotzen. Wir hatten kaum Vorräte und konnten nirgendwo hin. Im Vergleich dazu ist Kadara das reinste Paradies. Trotz des beschissenen Wassers. Machen Ihnen die Verbanden oder das Kollektiv irgendwelche Probleme? Nicht wirklich. Sie ziehen es vor, sich an eher abgelegenen Orten ohne Publikum zu erschießen. Aber früher oder später wird sich das ändern. Wir sitzen hier auf einem Pulverfass und der kleinste Funke kann es entzünden. Und was machen Sie dann? Alles verrammeln und abwarten, bis sich der Rauch verzogen hat. Das Design Ihrer Bar ist ziemlich ausgefallen. Und irgendwas sagt mir, dass diese Käfige nicht nur der Dekoration dienen. Sie dienen ebenso Ihrem Schutz wie unserem. Glauben Sie mir, meine Angestellten können auf sich aufpassen. Ich schätze, Sie hatten hier schon einigen Ärger. Gesetzlose und Piraten sind nicht gerade für ihre guten Manieren bekannt. Manche Gäste fangen an zu randalieren und verlieren daraufhin ein paar Finger. Die Gitter halten zwar keine Kugeln ab, sind aber eine eindringliche Warnung, dass man seine Hände lieber bei sich behalten sollte. Dann will ich Sie mal nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Wir Drinks gießen sich ja leider nicht selbst ein. So sieht's aus. Das dachte ich mir fast, dass die Gitter dafür da sind. Oh, hier gibt's sogar noch jemanden zum Reden. Ah, hier ist der Questgeber. Wollen Sie auf die Schnelle ein paar Credits verdienen? Maybe. Nur wenn es legal ist. Aber natürlich. Wie Sie vielleicht wissen, sind die wertvollsten Handelswaren auf Kadara Altmetall und von der Nexus gestohlene Ressourcen. Aber dieser Brunnen trocknet langsam aus. Ich werde nicht für Sie stehen. Das will ich auch gar nicht. Ich konzentriere mich auf Andromedas eigene Ressourcen. Aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass es in Drawlea ein großes Baryt-Vorkommen gibt. Baryt wird bald eine große Nummer sein. Was Sie nicht sagen. Ich habe einen Landvermesser losgeschickt, um das zu überprüfen, aber er ist nicht zurückgekehrt. Von Ihnen brauche ich nun lediglich Gewissheit. Das klingt, als ob ich es machen kann. Senden Sie mir seinen letzten Nachpunkt, dann überprüfe ich das. Besten Dank. Das ist durchaus machbar. So, lesen wir nochmal kurz hier. Bericht Mineralienanalyse. Dirk, basierend auf den letzten Daten würde ich vorschlagen, in Baryt zu investieren. Der Markt wird bald mit Schwefel überschwemmt und wenn sie mit dem Abbau beginnen, ist Baryt das perfekte Besperrungsmittel. Wenn Sie Proben mitnehmen wollen, in Drawlea gibt es eine Ablagerung. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, was Baryt ist. Das klingt, als ob es irgendein Mineraliennamen wäre und aus diesen Mineraliennamen, naja, da wird man nicht so schlau. Da kann man meistens nicht draus ableiten, was tatsächlich drin ist. So, gibt's da noch jemanden, mit dem wir reden können? Nein? Ich sag ihr, sie soll sich später nochmal melden. Ich trinke gerade. Und lass sie mal an. Haben wir Reyes also gefunden. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Sie haben bestimmt schon von den Morden gehört. Vor dem Kralas liegt eine frische Leiche. Einige der Einheimischen sagen, der Scharlatan sei dafür verantwortlich. Das glaube ich nicht. Der Scharlatan ist vorsichtig. Er geht diskret vor. Wer auch immer es getan hat, wollte, dass die Leichen gefunden werden. Um jemanden eine Botschaft zu schicken. Aber wem? Vielleicht sind diese Tode ja auch einfach nur die Folge eines Lebens in einer von Piraten geführten Stadt. Dafür steckt zu viel System hinter den Morden. Nein, wenn ich wetten müsste, und das tue ich oft, würde ich sagen, es waren die Rokar. Was sollten die Rokar in Kadara Port wollen? Kadara Port wurde von den Angara erbaut und vor Sloan auch von ihnen geleitet. Ich denke, die Rokar waren hier auf der Suche nach neuen Rekruten. Doch dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Und was ist mit den Angara unter den Opfern? Wie passen sie in ihre Theorie? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Sämtliche ermordeten Angara haben offen mit den Völkern der Milchstraße sympathisiert. Das heißt also, die Opfer stammten entweder aus der Milchstraße... oder haben uns unterstützt.
Das ist das einzige Muster, das ich entdecken konnte. Ein angaranischer Hafen unter der Kontrolle von Fremden ist genau die Art von Ziel, die Sie sich aussuchen würden. Das Problem ist nur, ich habe keine Beweise. Und der Widerstand will sich die Rokar nicht zu Feinden machen. Ich schätze, da komme wohl ich ins Spiel. Ich brauche Ihre schicke KI, um nach Beweisen für eine Beteiligung der Rokar zu suchen. Die Leute haben Angst, Ryder. Das ist Ihre Chance, sich in Kadaraport Freunde zu machen. Wie es aussieht, kann ich meiner beständig wachsenden Liste von Titeln jetzt auch noch Detektiv hinzufügen. Detektive finden Dinge. Und Sie sind... ein Pathfinder. Ja, ja. Schon verstanden. Einer der Tatorte ist ganz in der Nähe. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dort sind. Na, das klingt doch ganz interessant. Also in der Nähe heißt in dem Fall jetzt hier in den Slums, oder? Schauen wir erstmal kurz hier ins Terminal. Danke von Kian Dagger an Reyes Vidal. Also den scheinen wir dann immer hier zu finden, nämlich an in dem Separé, oder? Danke für das Terminal und das Zimmer. Wie immer sind Sie ein König unter Männern. Reyes. Warte mal. Achso, von Reyes. Ja, okay. Ja, dann wird er wahrscheinlich immer hier sein. Antwort. König unter Männern? Wohl kaum. Ich habe sie Ihnen schließlich nicht kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber dennoch gern geschehen. Wir sehen uns später auf einen Drink. Ein Job für Sie von Lachlan Faulkner an Reyes. Mr. Vidal, in Port geht das Gerücht um, dass Sie ein Mann sind, der gewisse Gegenstände schnell und diskret beschaffen und liefern kann. Ich benötige einen solchen Mann. Antworten Sie mir, wenn Sie Interesse haben, Lachlan. Die Antwort darauf? Wir finden sicher eine Lösung. Kommen Sie morgen Abend ins Crawlers. Ich treffe mich gerne von Angesicht zu Angesicht mit meinen Kunden. Bis dahin schicken Sie bitte keine Details per Mail. Ich hinterlasse ungern Spuren. Ray. Naja, wir haben ja schon gleich beim ersten Gespräch mit ihm erfahren, dass er ein Schmuggler ist. Hatte ich das schon? Ich glaube nicht, ne? An alle Tartarus-Mitarbeiter, das obere Privatzimmer ist jetzt besetzt. Sie müssen also anderswo ihr Nickerchen halten. Bringen Sie dem Herrn, was immer er will. Die Rechnung wird auf Vidal angeschrieben. So. Wer? Ach, die hier. Die desillusionierte Gesetzlose. Das ist eine schöne Umschreibung für eine Person. Sie sind diese große Nummer von der Initiative, oder? Könnte man so sagen, ja. Keine Angst. Ich will nichts von Ihnen. Zumindest nichts Konkretes. Man könnte sagen, ich bin von den Exilanten enttäuscht. Man kann den Leuten hier nicht trauen. Sie würden einen eher abstechen, als zusammenzuarbeiten. Soll heißen, ich habe für keinen von Ihnen sonderlich viel übrig. Kommen Sie zur Sache. Scheiße. Na schön. Gesetzlose sind kreativ, wenn es darum geht, Zeug zusammenzubauen. Ich wette, Sie könnten einiges lernen, wenn Sie unseren Kram untersuchen. Sie sollten sich also gesetzlosen Tech und Materialien ansehen. Vielleicht finden Sie ja das eine oder andere raus. Und vergessen Sie nicht, wer Sie auf diese Idee gebracht hat. Das ist ganz schön creepy, wenn du dir durch das Gesicht fährst mit der Hand. Okay, das, können wir mal machen. Warte, hatte ich das jetzt schon abgeschlossen? Sie sind diese große Nummer von der Initiative, oder? Okay, das ist jetzt nochmal das gleiche wie vorher. Könnte man so sagen, ja. Man... kommen Sie... überspringen wir das mal. Ja, das ist das gleiche wie vorher. Und vergessen... Warum, wer weiß, warum das jetzt nochmal kam. So, hier vorne ist nichts. Hier geht's nochmal ein Stück höher. Halt! Da ist doch was für mich. Lithium. Für meine Batterien. So, wo sind wir denn hier gelandet? Was wollen Sie? Mich umsehen, sagen wir mal so. Ganz ruhig. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Ich habe einfach nur ein paar Fragen. Okay, schießen Sie los. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gelandet bin, in was für einem Zimmer. Was können Sie mir über den Rest von Kadara erzählen? Sie meinen außerhalb des Berges? Das ist niemands Land. Der Waffenstillstand gilt dort nicht. Am besten halten Sie sich von jedem fern, dem Sie da draußen begegnen. Auch von den Verbannten? Gerade von den Verbannten. Sie schleppen ziemlich cooles Equipment mit sich rum.
Ich habe schon für deutlich weniger getötet. Gab es in letzter Zeit irgendwelchen Ärger? Nicht mehr als sonst auch. Die Mordrate ist gestiegen, aber das ist keine Überraschung. Warum nicht? Weil jeden Tag mehr Exilanten auf Kadara eintreffen. Das ist zwar gut für den Handel, aber meiner Erfahrung nach bedeuten mehr Leute auch mehr Morde. Das ist in der Regel immer so. Wenn es mehr Menschen gibt, gibt es auch mehr Kriminalfälle. Weil der Anteil natürlich immer so ungefähr gleich bleibt, ne? Das ist auch das, was die Menschen, was die Leute in Deutschland nicht verstehen, wenn jetzt die Flüchtlinge kommen. Natürlich steigt die Kriminalitätsrate, weil wir einfach mehr Leute hier haben. Wenn mehr Leute da sind, dann gibt es auch mehr kriminelle Übergriffe, ist ja logisch. Und ich meine, unter denen sind eben auch, also gibt es ja gewisse Gruppierungen, da kann man sich ja sicher sein, dass die eher dazu neigen, dann auch mal ein paar zwielichtige Geschäfte zu machen. Also dann, wenn man das differenzierter betrachtet, dann gibt es ja Regionen, aus denen die Leute kommen, wo nicht Krieg und Elend die Hauptursachen sind dafür, dass die kommen, sondern Perspektivlosigkeit, was dann eben auch schnell dazu führt, dass man in kriminelle Milieus abrutscht. Was natürlich auch nicht für alle gilt, muss man auch sagen. Aber deswegen ist klar, wenn mehr Leute da sind, dann gibt es auch mehr kriminelle Übergriffe und hier in dem Fall eben auch mehr Morde. Gehören Sie zu Sloans Gang? Jeder, der was auf sich hält, gehört den Verbanden an. Und was ist mit dem Kollektiv? Scheiß auf das Kollektiv. Die sind die totalen Luschen. Und sobald Sloan den Befehl erteilt, sind sie tote Luschen. Totale Luschen. Das ist eine schöne Argumentationsweise. Gehört diese Gegend hier noch zu Kadara Port? Sie wollen wissen, ob sie unter Sloans Schutz steht? Nein. In den Slums leben Exilanten, die ihre Schutzgebühren nicht zahlen können. Nichts für ungut. Aber was machen Sie dann hier? Ich sorge dafür, dass der Abschaum in der Gosse bleibt. Sie wären überrascht, wie viele Leute versuchen, sich nach oben in die Docks zu schleichen. Tja, naja, wenn man anders nicht reinkommt. Ich sollte jetzt besser gehen. Falls Sie irgendwelchen Kollektivbastarden begegnen, erschießen Sie sie für mich, okay? Vielleicht erschieße ich aber auch ein paar Verbannte. Mal schauen. Was mir gerade so vor die Flinte läuft. Vorwarnung. Wir schicken noch eine Gruppe, die ihre Gebühren nicht bezahlen konnte. Helfen Sie dem Aufseher, sie einzuchecken. Ist ein ziemlich rüpelhafter Haufen, Katus. Bericht Tartarus. Ich habe das Tartarus überprüft, ob dort Aktivitäten des Kollektivs stattfinden. Es gibt jedoch nur einen Haufen Betrunkene und zweitklassige Tänzerinnen. Dennoch sollte ich es mir heute Abend noch einmal ansehen. Zur Sicherheit, Jack. Verhaltensbeschwerde, Guess. Hallo Katus, Sie müssen mit Guess reden. Ich weiß nicht, wohin sie fährt. Ich weiß nicht, worin sie verwickelt ist, aber immer wenn sie aus den Badlands zurückkommt, steht der Rover in Flammen und hat zwei Räder weniger. Beim letzten Mal wollte ich ihr sagen, sie soll es ruhiger angehen. Sie hat mich nur verächtlich angesehen und gesagt, bring deine Scheißkarre in Ordnung, ihr Penner. Meine, nicht deine, egal. Ich weiß, dass wir hier draußen im Grunde alle Piraten sind, aber ein Minimum an Anstand kann man doch verlangen. Echt jetzt, Colin. Tja, tja. Unter Verbanden gibt es eben auch viele Arschlöcher. So, ansonsten ist hier oben aber nichts in Ordnung. Das ist also... What the fuck? Okay. Das ist also quasi so das... Die Wachstube. So, gehen wir doch gleich mal auf die Art und Weise hier rüber. Jarl. Wo bist du? Ach, da ist John. Das ist mal. Irgendwie dachte ich vorhin, dass ich Dragman dabei hätte, aber der ist ja gar nicht mit hier. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Sieh mal an. Du brauchst mehr als ein Glas Wasser, um mich umzubringen, Doc. Sie sehen ziemlich gesund aus. Was ich über meine üblichen Patienten nicht gerade sagen kann. Das mit dem Wasser wurde vorhin schon mal angesprochen. Ist das hier, nicht vergiftet, aber nicht trinkbar? Führt das zu Krankheiten oder was ist hier genau? Ich habe meine eigene Ärztin. Mein Name ist Ryder. Ich bin ein Pathfinder. Es hat also einer überlebt?
Wir hätten sie gut brauchen können, als wir nach Helios gekommen sind. Dr. Ryota Nakamoto. Ich habe früher als Arzt für die Verbannten gearbeitet. Aber ich habe gekündigt, als Sloan einen medizinischen Durchbruch in eine Droge verwandelt hat. Was hatten Sie denn erwartet? Sie ist eine Kriminelle. Sie war nicht immer so. Das Leben nach der Nexus hat uns alle verändert. Als wir nach Kedera kamen, habe ich einen heimischen Bakterienstamm entdeckt, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie Penicillin. Das ist ja fantastisch. Ja, das war es. Bis ich festgestellt habe, dass das Medikament in großen Dosen zu Abhängigkeit und Halluzinationen führt. Ich habe Sloan meine Bedenken mitgeteilt. Aber alles, was sie interessierte, war die Möglichkeit, Profit zu machen. Sie nannte die Droge Oblivion. Leider gibt es nur einen Weg, sie aufzuhalten. Wir müssten meine Formel stehlen. Na, das klingt nicht so einfach, wie er es sagt. Dadurch würden wir Sloan nur verärgern. Es ist mir völlig egal, wie sie sich fühlt. Leute sterben. Und meine Arbeit ist schuld daran. Ich frage sie das nur sehr ungern. Aber die Formel ist in meinem alten Labor. Könnten Sie sie zurückholen? Ich kann nicht kämpfen. Sonst würde ich es selbst machen. Ich kann nichts versprechen. Aber ich werde sehen, was ich tun kann. Die wurde noch nicht von irgendjemandem mal kopiert? Das finde ich aber komisch. Na gut, wir schauen mal kurz nachher weiter. Okay, ist nix. Finster ist es hier bei euch. So, hier war noch jemand zum Reden, ne? Ach ne, ein Behälter zum Öffnen, okay. Ja, wir nehmen alles mit. Terranische Nieten und Exogeni M-Spec-Magnete. Was? Naja, was auch immer. Wir nehmen es mit. Mit einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, hier ist der Ausgang, wa? Ich glaube ja. Ich glaube eine richtige Treppe hier hoch. Wie giftig kann es schon sein? Oh. Okay. Ah, Scheiße. Okay, es ist keine gute Idee, damit in Kontakt zu kommen. Warte mal, hoch würde ich noch gerne. So, sprich mal mit mir. Halten Sie Abstand, Vessan. Diese Rohre sind ziemlich empfindlich. Wir wollen doch nicht, dass sie platzen und ihnen ihre hübsche Panzerung ruinieren. Naja. Danke für die Warnung. Das Wasser auf Kedera enthält große Mengen Schwefelsäure. Es ist extrem toxisch. Schwefel, hm? Das erklärt den Geruch. Okay. Nee, sorry, Vetra. Also Schwefelsäure riecht nicht. Es riecht nicht nach Schwefel. Und selbst Schwefel riecht nicht unbedingt. Also Schwefel selbst riecht eigentlich gar nicht. Erst wenn er irgendwie Verbindungen eingeht, vielleicht, ja. Aber naja, auf jeden Fall Schwefelsäure riecht nicht. Die ist komplett geruchsneutral. Schwefelsäure ist ziemlich aggressiv. Wie verhindern Sie, dass sich das Wasser durch die Rohre frisst? Indem wir sie einfetten und regelmäßig austauschen. Klingt gefährlich. Haben Sie je versucht, ohne Wasser zu leben? Und ihr trinkt das Zeug dann, oder wie? Ich meine, Schwefelsäure und organische Substanzen, das ist eine... Also, wenn man zum Beispiel ein Zellstoffstück in Schwefelsäure hält, das wird schwarz und ist sehr schnell weggefressen. Also, organische Substanzen reagieren ziemlich heftig auf Schwefelsäure eigentlich. Deswegen kann man ja auch, wie in verschiedensten Filmen immer mal dargelegt wird, mit Schwefelsäure auch Menschen zumindest partiell auflösen. Ist sämtliches Wasser auf Kedera toxisch? Jeder einzelne Tropfen. Also seien Sie vorsichtig, was Sie trinken. Alles, was Sie im Hafen erhalten, ist unbedenklich. Dasselbe gilt für das Tartarus. Aber außerhalb des Berges ist es ein Glücksspiel. Wobei natürlich die Frage ist, wie hoch ist die Konzentration der Schwefelsäure im Wasser, ne? Sind diese Rohre eine Art Filtersystem? Ja, es wurde von den ersten Angara gebaut, die hierher kamen. Es macht das Wasser trinkbar und leitet es dann den Berg bis zum Hafen nach oben. Es gibt zwar auch in den Badlands einige kleinere Systeme, aber keines von ihnen ist so effektiv und komplex wie dieses Prachtstück hier.
Also ich meine, wenn es wirklich bloß die Schwefelsäure ist, kippt ein bisschen Bariumhydroxid rein, dann fällt Bariumsulfat aus und ihr habt ordentliches Wasser. Kein Problem. Was ihr denn mit dem Bariumsulfat macht, keine Ahnung, ist halt ein weißes Pulver, aber an sich ist nicht so schwer aufzubereiten, wenn es wirklich nur die Schwefelsäure ist. Sie haben mich Vesan genannt. Was bedeutet das? Fremder, was sie ja auch sind. Das ist richtig. Machen Ihnen die Exilanten denn keine Schwierigkeiten? So dumm sind sie nicht. Die Verbannten, das Kollektiv. Sie alle brauchen etwas zu trinken. Es wäre also ausgesprochen dämlich, Probleme mit dem Filtersystem zu riskieren. Dann lasse ich Sie mal weiterarbeiten. Halten Sie sich vom Wasser fern. Ja, ich versuch's. Also, wenn ich nicht gerade reintapse, wie so eben geschehen vorher. Wie ist die eigentlich da hingekommen? Ich meine, die steht da auf einer Plattform im Nichts. War ich hier oben schon? Ich glaube nicht, ne? Hier? Was? Hat da gerade jemand hier drüben gesagt? Wo? Wo ist hier drüben? Wo bist du? Sag's mir! Wir gehen erstmal kurz ans Terminal hier, würde ich sagen. So, persönliches Log 1, Ryota und Akamoto. Neuer Eintrag, die Praxis hat endlich den Betrieb aufgenommen. Wobei Praxis eine Übertreibung ist. Es ist ein Frachtcontainer, den ich geschrubbt habe, bis meine Hände rau waren. Aber etwas Besseres hatte ich nicht. Ich habe keine Credits, kaum Material und null Freunde, aber die Leute hier unten brauchen mich. Wohin ich auch blicke, sehe ich Kranke oder Verletzte. Ich wusste, dass das Leben außerhalb von Port übel war, aber es ist noch viel schlimmer, als ich erwartet hätte. Der perfekte Ort, um Buße zu tun. Neuer Eintrag. Gleich um die Ecke gibt es eine Oblivion-Höhle. Ich konnte es mir nicht verkneifen, die Wachen zu bitten, ihre Dosis zu reduzieren. Der Lohn für meine Mühen war ein Faustschlag in die Magengrube. Ich hoffe, sie terrorisieren die Praxis nicht. Ich kann sie ohnehin schon nur mit Mühe und Not am Laufen halten. Neuer Eintrag. Ich habe heute Morgen gesehen, dass jemand unbekanntes Credits auf mein Universalwerkzeug überwiesen hat. Vermutlich ist es derselbe anonyme Gönner, der auch immer wieder Material in der Praxis hinterlegt. Ich habe Kian, den Barkeeper im Tartarus, gefragt, wer mein Gönner sein könnte. Er glaubt, es ist der Scharlatan. Anscheinend verteilt das Kollektiv häufig Geschenke an potenzielle Rekruten. Ich habe keinerlei Interesse, mich ihnen anzuschließen. Immerhin habe ich nicht Sloans Bande verlassen, um mich einer anderen anzuschließen. Aber ich kann kein Material ablehnen. Solange es weiter plötzlich vor der Tür steht, verwende ich es auch weiter. Würde ich auch tun. Das ist also dann der Wohncontainer über dem Arbeitscontainer. Ach hier, Hier drüben. So, erstmal nehmen wir das Allianz-Schlachtschiff. Und dann erzähl mal, was du für mich so hast. Sehen Sie sich rasch um. Eine Salarianerin, aha. Ja, gibt jetzt auch nichts wirklich Neues hier, oder? Ich glaube nicht. Aber merken wir uns vor. Abgestürzt. So, dann gehen wir doch mal wieder hoch. Das ist ein Vielebenen-Konstrukt hier, wie es aussieht. Also hier muss man schon echt überall schauen, was man macht, um alles zu finden. So, aber ich glaube, jetzt sind wir soweit hier unten in den Slums fertig. Allzu groß sind sie ja nicht. Oh, hier drüben ist noch eine Ecke. Hauen Sie ab! Die gehört uns! Plündern ist falsch. Mag der Typ das ernst? Plündern ist falsch. Was für ein Arschloch. Wir sollten sie nicht noch weiter aufstacheln, Pathfinder. Doch. Ich hab gesagt, sie sollen abhauen. Okay, schade, wir können nicht weitermachen. Gut, dann scannen wir aber zumindest mal die Leiche. So, wieder ein Messerstich in den Bauchraum. Okay. Das wird ja vermutlich auch dann ein Opfer aus dieser Serie sein, aus dieser Mod-Serie. Mehr gibt es jetzt hier aber scheinbar nicht dazu. So, ich will mal schauen, ob wir die Pflanze hier drüben scannen können vielleicht. Ja, das dachte ich mir. Ein unbekannter Organismus. Diese Probe weist auf eine enorme Konzentration von Pilzen. Schade, dass wir die nicht scannen können. Das wäre mal interessant gewesen.
Gibt's denn hier zufällig irgendwas? Das sieht nicht so aus, wa? Aber hier gibt's sicherlich jemanden, mit dem wir reden können. Falls Sie vorhaben, genau, der Direktor. Also, dann kommen Sie vielleicht nie mehr zurück. Was wissen Sie über die Lage da draußen? Man könnte sagen, ich bin der Direktor der Badlands. Für Touristen ist das nichts. Jenseits dieser Mauern geht's knallhart zur Sache. Wie sieht knallhart aus? Es ist ein Friedhof voller Leute, die entweder schon tot sind oder es bald sein werden. Die Badlands sind die Müllhalde von Kedera. Wie ein riesiges Gefängnis. Wer sogar für diesen Ort hier zu übel ist, den verfrachten wir dorthin. Das heißt, Exilanten werden ins Exil geschickt? Ja, die Schlimmsten der Schlimmen. Und einige davon wollen sogar dort sein. Haben vermutlich was zu verbergen. Das Wasser ist giftig, überall Schwefelquellen. Mit der üblen Angewohnheit, in Brand zu geraten. Also nur zu. Tun Sie sich keinen Zwang an. Klingt entzückend. Ich suche eine Remy Tamayo. Irgendeine Idee, wo ich sie finden könnte? Tamayo. Ach ja, das ist die, die darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist. Sie ist unschuldig. Der Verbannte, der die Gebühren eintreibt, hat einen Fehler gemacht. Remy hatte bezahlt. Tja, scheiße. Sowas ist bisher noch nie passiert. Augen geradeaus. Soweit Sie wissen. Kommen Sie mir nicht dumm, Pathfinder. Als ich Ihr Mädchen zum letzten Mal gesehen habe, sprach sie gerade mit Johann und seinen Leuten. Ein übler Haufen. Ich sende Ihnen den Nachpunkt der letzten bekannten Position von denen. Machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Das kriegen wir hin. Na dann, auf die Badlands. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Sieht an sich sehr schön aus hier. Wie viele betrunkene Idioten da schon reingefallen sind. Wo genau? In das Wasser? Tja, gute Frage. So, den Nomad müssen wir jetzt rufen, ne? Ja. Das sieht doch gut aus. Also dann, Sam. Sag mir, was wir haben. Kederas Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Schwimmen war sowieso noch nie mein Ding. Das trifft sich gut. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Allerdings leben in den Hügeln von Kedera gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch! Das klingt nach viel Vergnügen, aber wenn ihr sagt so viele, ich dachte es sind, ist Schwefelsäure selbst drin, das wären so Fahrzeuge. Selbst das Wasser ist eine eiternde Wunde, die kein Medikament heilen kann. Soll ich sie zur Tempest zurückschicken? Wäre das eine Option? Wenn du das möchtest, ich kann auch jemand anderen mitnehmen. Allerdings, dachte ich, du wärst gern dabei. Hm? Nein? Ach komm, wir bleiben so. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht weiter. Denn, ich habe Hunger und ich glaube, ich habe dann doch lang genug Let's Play, dafür, dass ich es jetzt schon so lange nicht mehr gemacht habe und, doch ein bisschen raus war jetzt. Es war wieder ein ganz guter Einstieg. Wir haben leider gar nicht gekämpft in der Aufnahmesession. Also das muss ich dann beim nächsten Mal erstmal wieder mich ein bisschen einfitzen. Aber wir haben eine neue Welt entdeckt, Kedera. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier alles unternehmen können. Es sieht erstmal ganz schick aus, muss ich sagen. Also auch so vom Wetter her. Diesmal ist die Lebenserhaltung also eher dann dazu da, neuer Trinkwasser ordentlich zu machen und sowas. Auch mal ganz spannend.
Und ich bin echt gespannt, was wir hier so alles erleben können und was wir tun können, um die Lebensfähigkeit dieses Planeten zu erhöhen. Ja, und vielleicht kriegen wir dann ja auch ein paar Informationen darüber, wie wir das Schiff des Archons finden. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein!